Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Pressegespräch. Dafür begrüße ich neben mir unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Burkhard Jung, den Geschäftsführer der LVV und Stadtwerke Carsten Ruckeil und ganz neu heute in seinem ersten offiziellen Termin Dr. Mike Pieler, Geschäftsführer von den Stadtwerken. Und ich übergebe an Burkhard. Sie kennen die Ergebnisse der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Sie wissen, es ist unweigerlich beschlossen, dass wir in Deutschland aussteigen aus der Braunkohle. Und wir sind ganz klar und fest entschlossen, dass wir nicht Getriebene sind dieses Prozesses, nicht bestimmt werden, nicht nur reagieren, sondern in der Tat ganz aktiv gestalten, wie wir diesen Ausstieg hier vor Ort vollziehen. Also, erster Schritt auf dem Weg hin zur autarken Energie- und Versorgungssicherheit, Ausstieg aus der Braunkohle. Ist es technologisch möglich, ist es wirtschaftlich sinnvoll und ist es ökologisch geboten? Das sind die drei Fragen, die wir haben. Und ich will es voranstellen, das oberste Ziel muss für uns sein, als kommunales Unternehmen und als Stadt Leipzig, dass wir die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger garantieren. Die Gutachten kommen ganz klar zum Ergebnis, 2022 sind wir in der Lage, wenn wir jetzt die richtigen Planungsschritte einleiten, die richtige technologische Umsetzung vorbereiten, dazu wird gleich ausführlich vorgetragen, sind wir 2022 in der Lage, zum Jahr 2023 komplett unabhängig zu sein von Lippendorf. Aber wir brauchen noch einen Plan B im Falle einer Versorgungslücke, gegebenenfalls bei kalten Winternächten. Und auch darüber müssen wir gegebenenfalls mit Lippendorf noch einmal sprechen, mit der LEAG sprechen, wie wir diesen Leipziger Weg gestalten können, um dann in den nächsten Jahren gegebenenfalls mit einer gemeinschaftlichen Weiterentwicklung, zum Beispiel mit einer thermischen Abfalllösung, komplett auch für die absoluten Notfälle gerüstet zu sein und ein Sicherheitsnetz spannen zu können. Unser Ziel an der Stelle ist, das hatte Herr Jung eben auch schon gesagt, zunächst erst einmal die Versorgungssicherheit zu verbessern und uns ein Stückchen weit auch unabhängig zu machen. Was heißt unabhängig? Unabhängig heißt insbesondere hier von politischen Entscheidungen, die wir nicht beeinflussen können oder nur kaum. Auch unabhängig von Entscheidungen, von wirtschaftlichen und oder technischen Entscheidungen der großen Kraftwerksbetreiber. Und wir wollen am Ende auch eine Versorgungssicherheit für unsere Kunden sicherstellen. Und insofern möchten wir die Transformation der Energieversorgung als Grundlage nehmen, hier die politischen Entscheidungen, die getroffen wurden, auch auf Bundesebene für die Stadt Leipzig auf dem Leipziger Weg zu nehmen. Neben der jetzt mehrfach angesprochenen Versorgungssicherheit möchten wir natürlich auch das Thema Umwelt- und Klimawirkung für die Stadt Leipzig, für unsere Kunden in den Vordergrund nochmal heben, weil wir meinen, und da würde ich das gerne wiederholen, was Herr Jung schon gesagt hat, auch für uns als kommunales Unternehmen ist es extrem wichtig, dass wir eine nachhaltige Energieerzeugung, Wärmeerzeugung haben, die es uns gestattet, die zumindest heute wahrgenommene Veränderung im Klima auch positiv zu beeinflussen. Auch wenn wir natürlich nur ein kleines Zahnrad hier darstellen, möchten wir doch unseren Beitrag dazu leisten. Neben der Klimawirkung treibt uns natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Wir sind ein Unternehmen, wir müssen wirtschaftlich handeln und hier gucken wir zunächst erst einmal ausschließlich dahin, was unsere Kunden bewegt. Und das sind natürlich die Fernwärmepreise. Wir glauben, mit der Lösung, die wir jetzt entworfen haben, tatsächlich auch ein technologisches Potpourri, wenn Sie so wollen, entwickelt zu haben, was es uns ermöglicht, im Vergleich zu dem, was wir heute haben, relativ stabile Fernwärmepreise anzubieten und dass es uns ermöglicht ist, auch langfristig diese relative Stabilität der Preise auch sicherzustellen. Wir wollen mehr als 300 Millionen Euro auch investieren in den nächsten Jahren. Und Herr Jung hat es eben schon mal angetippt. Das sind natürlich in den nächsten Monaten und Jahren ganz viele Dinge, die wir leisten müssen, aber wir sind auch auf fremde Hilfe angewiesen. Das heißt, Genehmigungsprozedere, Bauphase, das sind natürlich äußere Einflüsse, die wir zunächst einmal gut vorbereiten und, wenn Sie so wollen, auch unsere Hausaufgaben machen. Aber wir sind am Ende auch auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Wir werden für die Wärmeversorgung in Leipzig eine robuste Lösung umsetzen.
Und diese Lösung wird zum einen technisch machbar sein, wirtschaftlich vernünftig und auch ökologisch geboten. Dazu setzen wir auf einen breiten Technologiemix, der aber auch offen ist für mögliche Entwicklungen, die in der Zukunft noch stattfinden werden. Insbesondere fokussieren wir dabei auch auf CO2-arme Erzeugung. Und ein wesentlicher und auch der erste große Schritt in der Transformation ist hier Richtung eines Gas-KWK-Kraftwerks. Das ist, glaube ich, auch der Part, der uns in den nächsten Monaten dort stark beschäftigen wird. Gas-KWK ist für uns auch ein wesentliches Element und wir sehen es als Brückentechnologie auch unter der Möglichkeit des Einsatzes von sowohl Biogasen oder auch synthetischen Anlagen, sodass wir hier eine Brückentechnologie in eine weitere CO2-Reduzierung sehen. Solarthermie dort als CO2-freie Erzeugung, die es uns auch ermöglicht, insbesondere in den Sommermonaten, dort auf den Einsatz konventioneller Kraftwerke zu verzichten. Mit Blick auf die schon angesprochene Versorgungssicherheit haben wir natürlich auch uns die Frage gestellt, wie wir zum Beispiel Biomasse in die Wärmeerzeugung mit einbinden können. Auch das ist ein wesentliches Element, um einfach dauerhaft die Möglichkeiten, die wir auch in der regionalen Nutzung von Ressourcen dort haben, einbinden zu können. Und es kam auch schon eingangs vor, langfristig stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie wir thermisch Möglichkeiten aus der Kreislaufwirtschaft dort nutzen können, um einfach ein dauerhaft stabiles und emissionsreduziertes Erzeugungsportfolio dort haben werden. Jetzt haben wir ja viele Erzeugungsanlagen und die Frage ist ja, wie sich nach vorne hin auch die Märkte entwickeln und in der Beziehung setzen wir auch insbesondere auf Wärmespeicher. Wir nutzen modernste Erzeugungstechnologien und Speichertechnologien mit hohen Wirkungsgraden, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, Umweltverträglichkeit dort zu ermöglichen, hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten und dabei wettbewerbsfähige Preise für unsere Kunden anbieten zu können. Und dieses Herangehen hat überzeugt. Die Aufsichtsräte der Leipziger Stadtwerke und der LVV haben entschieden, dass dieses Konzept, was wir in Grundzügen bereits 2018 im Dezember vorgestellt hatten, dass wir das jetzt in die Tat umsetzen. Ich bin mit den Ergebnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke sehr zufrieden. Ich finde, es ist ein wirklich schlüssiges Konzept vorgelegt worden. Ein Konzept, was in Rechnung stellt, dass nicht alles in unseren Händen liegt, was wir gestalten wollen. Das gehört zur Wahrheit. Wir sind nicht ideologisch unterwegs, sondern wir versuchen, einen ganz realistischen, klugen Weg zu wählen, sehr schnell aus der Braunkohleabhängigkeit rauszukommen, den Umbau voranzutreiben, um perspektivisch in der Tat in eine Autonomie der eigenen Energieversorgung zu kommen, ohne fossile Brennstoffe. Mit diesem Konzept erreichen wir am ehesten eine Preisstabilität für die Zukunft. Wenn ich nur daran denke, wenn die CO2-Bepreisung in welcher Form auch immer kommt, was das für Folgen hätte im Hinblick auf die Braunkohleabhängigkeit, wird sofort deutlich, es wird immer wirtschaftlicher sein, eine Alternative zur Braunkohlefernwärme zu entwickeln. So dass wir insgesamt, glaube ich, einen klugen, vernünftigen, sicheren Weg gehen, ambitioniert zwar, aber für die Versorgungssicherheit und die Preisstabilität und die Umwelt wahrscheinlich der beste, den wir zurzeit absehen können.